So, wir sind jetzt bei Venice Beach in Karlsruhe angekommen. Andreas, du bist soweit? Yes. Gabor, du auch? Ja, immer. Okay, was wir euch jetzt noch sagen wollen, ist Folgendes. Was ihr jetzt dann sehen werdet, wie wir drangenommen werden, das ist ein bisschen, also man kann es auch entspannter angehen, ne? Nicht drangenommen, sondern rangenommen. Ach so, okay. Aber man sollte, wenn man trainiert, eigentlich die Sache schon ein bisschen entspannter angehen. Nicht unbedingt jetzt, wie wir das im Video machen, ne? Wir sind auch schon ein bisschen vortrainiert, also jetzt nicht falsch verstehen, dass da jetzt der ein oder andere Fitnesstrainer kommt und sagt, so macht man es nicht so übertrieben. Wir haben die Lizenz zum Zerstören. Okay, also ich freue mich drauf und wir gehen jetzt erstmal rein. Feuer frei. So, Andreas, wir beginnen jetzt als erstes mit Aufwärmprogramm. Richtig. Das bedeutet Laufband. Ein leichtes Aufwärmen, was man letztendlich benutzt dabei. Laufband, Crosstrainer, Ergometer, was auch immer, okay, ist völlig zweitrangig. Aber ein sogenanntes globales Aufwärmen soll es sein. 5 bis 10 Minuten. Ach, nur 5 bis 10 Minuten? Ja, 10 Minuten reichen. 10 ist okay. 10 Aufwärmen, das heißt, locker. 10 Minuten werden wir jetzt hier laufen gehen. Genau, 10 Minuten laufen, schön entspannt. Hier nicht mit der Zunge auf dem Boden, sondern einfach mal ganz entspannt aufwärmen. Das nennt man im aeroben Bereich, richtig? Richtig, genau. Bei Pulsfrequenz bis maximal 130. Kann man es so merken, so habe ich es damals gelernt, so laufen, dass man sich noch unterhalten könnte? Richtig, genau. Okay. Das ist perfekte Warm-up. Okay. Wir haben immer gesagt, bei jedem Gerät, weil wir jetzt gerade im Fitnessstudio sind, vielleicht habt ihr ja nicht die Möglichkeit, in ein Fitnessstudio zu gehen, haben wir gesagt, zu jedem Gerät, was wir heute machen, empfiehlst du noch eine Alternativlösung für zu Hause? Genau. Die, zu Hause, wer ist dann? Das sind die zu Hause. Ganz einfaches, entweder entspanntes Seilspringen geht oder man geht wirklich raus vor die Tür, läuft 10 Minuten spazieren, ist eine Möglichkeit. Oder man hat ein Trampolin zu Hause, ein kleines. Ah. Kann man sich auch perfekt aufwärmen drauf. Okay. Das sind die Möglichkeiten für zu Hause. Ja, und joggen gehen oder leichtes Laufen soll ja überall möglich sein, ne? Das soll überall möglich sein, selbst auf der Stelle. Hampelmann. Den alten Hampelmann. Funktioniert okay. Genauso. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal mit den ersten 10 Minuten. Feuer frei. So, Direktwahl 20 Stundenkilometer. Full. Gabo, du lebst noch? Ja. Irgendwie sieht es aus, als ob ich gleich Sauerstoffzelt holen müsste. Ja. Ja, die ersten Schweißperlen sehen wir schon. Man sieht bei beiden, das sind natürlich beides die Mordsportskanone, die jeden Tag stundenlang Sport betreiben. Also ich denke, ich muss da schon euch ordentlich an die Kandare nehmen. Es kommt davon, den ganzen Tag Playstation spielen, nachts zocken bis morgens um 4. Morgens aufstehen, erstmal eine Flasche Bier zum Frühstück und so geht es gerade weiter mit den zwei. Ich muss mal Zucht in Ordnung reinbringen. So, was ist für ein lahmer Haufen hier? Auf geht's, Feuer frei. Da geht's auch. Was das ist. Kann man schneller einstellen. Siehst du? Geht doch. So, schon sieht's besser aus. Jawohl, siehst du, wenn sie wollen, geht das schon. Man muss einfach immer mit ein bisschen Strecke dran arbeiten, dass das was wird. So, jetzt haben wir noch eine Stunde. So, als Coach gibt es natürlich noch ein bisschen. Es kommt gut, oder? 2,50 Euro Aufpreis. So, alles gut? Ja. So. Das war ja schon mal ganz schön anstrengend, ne? Für jemanden, der es nicht gewohnt ist. 10 Minuten lockeres Warm-up hat euch schon in den Bereich gebracht, wo ich mich nach 2 Stunden Dauersport befinde. Okay. Somit ist es für mich ein Zeichen. Schön nochmal vor die Kamera, ja? Sagen, wie schlecht wir, wie unfit wir sind. Da kriegt man schon hin. Gib mir einfach mal 2 Tage, dann schaffen wir das. Das heißt, wohin gehen wir jetzt als nächstes? Jetzt gehen wir als nächstes in die Beinpresse, machen was für die Beine und ich zeige dann sofort die Alternative dafür, was man zu Hause machen kann, ohne Studio. Cool, okay? Gehen wir. So, wir sind jetzt bei der Beinpresse, genau. Warum sind Beine so wichtig? Ich will gar keine Muskeln bekommen an den Beinen. Weil sie uns tragen müssen den ganzen Tag. Okay. Und es ist natürlich auch ein sehr großer Muskel, der natürlich auch ordentlich Energie braucht. Und wenn man natürlich jetzt in der Gewichtsreduktion ist, sollte man schon versuchen, natürlich auch die Übung machen, was viel Energie braucht. Okay, das heißt, es geht hier gar nicht darum, jetzt Fette Waden zu generieren, nee, sondern wirklich um Gewichtsreduzierung. Genau, Gewichtsreduktion. Wir machen eigentlich eine relativ hohe Wiederholungszahl, wir machen keine niedrige Wiederholungszahl. Okay. Und somit trainieren wir mit kleinen Gewichten, aber eben mit einer langen Reizzeit. Beinpresse, ich zeige es kurz, wie sie funktioniert. Und zwar natürlich entsprechend einstellen hier unten. Bisschen nach hinten. Reinsetzen.
hier die Beine positionieren. Und zwar die Beine, wenn ihr jetzt mal runter guckt, ihr habt alle so eine leichte Spreizstellung, Fußspitzen leicht nach außen. Ja. So soll man hier genauso praktizieren. Und ungefähr zwischen Hüften, Schulterbreiter Stand. Fußspitzen vorne auf gleicher Höhe. Nach vorne, und zwar kontrolliert nach vorne. Hier festhalten, dass der Po hinten bleibt. Po festhalten. Nach hinten, nach vorne. Langsame Bewegung? Langsame Bewegung. Stoßbewegung? Gar keine Stoßbewegung. Okay. Das machen wir zu Hause, aber nicht im Fitnessstudio. Okay, du weißt, was ich meine. Ja, Stoßbewegung. Ja, Stoßbewegung, also, ja, ja. Also keine hier. Hub- und Pumpbewegungen, ja, okay. Sozusagen. Und langsam zurück, und ganz wichtig, das machen die meisten falsch, bitte. Ohne Umkehrschwung arbeiten, nicht das hier. Im Fitnessstudio sieht man oft das. Ja, genau. Zeitung in der Hand. Okay. Ja, das hat mit Training nichts zu tun. Also ganz schön konzentriert das Ganze. Nach hinten, rechter Winkel unter Oberschenkel, nach vorne kontrolliert strecken. Okay. Und unter Belastung ausatmen. Ah, ja. Das heißt, wie zu Hause beim Pumpen, ausatmen. Ganz viele Dinge, die man beachten muss. Ja, klar. Und was ist die Alternativübung zu Hause, wenn jetzt keine so eine... Da zeige ich dir gleich, machen wir gleich eine Kniebeuge. Machen wir direkt nebendran. Und zwar, genau. Dann machen wir nämlich wechselweis. Du machst die Beinpresse, Gabor macht die Kniebeuge. Ah, okay. Kniebeuge tun Vater Jahren. Habt ihr alle schon mal gesehen, wie man die macht? Und zwar gleicher Stand, Fußspitzen leicht nach außen, Ellbogen höher wie die Schulter. Fest, die bleiben so, damit der Rücken hinten gerade bleibt. Ah. Weil sonst kippen die meisten nach vorne. Richtig. Und jetzt gehen wir runter bis zur Waagerechte vom Oberschenkel. Und wieder nach oben in die Streckung. Runter bis zur Waagerechte vom Oberschenkel. Und nach oben bis zur Streckung. Okay. Runter und unten kurz anhalten, ohne Umkehrschwung. Kontrolliert nach oben. Runter, kurz anhalten und okay. Kniebeuge. So. Sieht einfach aus, prima hin, oder? Ja, ja, klar, hinsetzen. Ah, hinsetzen ist was anderes. Ab, rein also in die Kiste. Ich jawohl. Da und Gabor macht. Genau, und Gabor fällt um. Okay. Wie viel mache ich davon? Da machst du mir jetzt. Genau, wie viel Wiederholung? Jeder bietet 15 Stück. 15 Stück? Das ist auch, rein, das ist auch jetzt auch wieder ein reines Aufwärmen. Wir haben noch keine große Belastung, ach, minimales Gewicht. Das ist sogenannte lokale Aufwärmen. Ah. Erst haben wir global aufgewärmt, jetzt lokal. So, Feuer frei. Jawohl. Der Mann ist bei der Arbeit, und zwar, wenn er mal genau hinguckt, mach mal weiter bitte. An den Augen lässt sich erkennen, ob er trainiert. Das nennt man den sogenannten intervenierten Pornoblick. Das ist, wenn sich alles auf einen Punkt fokussiert, dann weiß man, er trainiert. Knie bleiben außen und jetzt nach oben. Hoch. So, nochmal. Schön. Jetzt hat er so eine Kontrolle. Langsam runter und wieder nach oben. Noch zwei. Gut, Pause. Aha. So, wenn man genau hinguckt, das sind ein paar Oberschenkel, guck mal das an. Also, Notenverteilung. Klar, bei dir sieht man eindeutig eine sportliche Vorgeschichte. Das ist schon mal gut. Das ist lobenswert. Gabor, bei dir sieht man, dass du keine große sportliche Vorgeschichte hast. Ganz klar. Das heißt, ganz einen größeren Einlauf kriegst du. Den kleinen kriegst du. Wobei, können wir es auch noch so machen, wenn du magst. Was habe ich verkehrt gemacht? Du hast nichts verkehrt gemacht, nur den Wunsch des größeren oder des kleineren Einlaufs. So. Den gibt es gratis. So. Der ist im Preis immer inbegriffen. Lauwarm, kalt, wie du willst. Das war schon soweit gut. Aber man sieht bei beiden, dass ich schon lange keinen intensiven Sport mehr gemacht habe. Ja. Deswegen gehen wir ran und jetzt machen wir nochmal einen Tausch. Wir machen jetzt aber hier mehr Gewicht, gleiche Wiederholungszahl und eine Zusatzoption für einen Gabor. Und zwar dadurch, dass du noch relativ wenig Kontrolle hast auf deine Beine, kommt jetzt die Überkopfkniebeuge. Die gleiche Stellung unten und die Arme bleiben oben. Runter, unten bleiben, wieder nach oben. Runter, unten bleiben, wieder nach oben. Und immer darauf aufpassen, den exzentrischen Weg nach unten nicht fallen lassen. Nicht, sondern gesteuert. Zack, okay? Und warum mache ich das mit den Armen jetzt mehr? Dass du mehr Stabilität im Oberkörper hast und nicht nach vorne kippst. Okay. Und dass dich noch mehr auf deinen Bewegungsablauf konzentrieren musst. Okay. Also Feuer frei. So, Beine sind trainiert. Nächste Übung, Andreas, ist was? Wir machen was für die Hupen.
Für die Hupen? Jawohl, für die Hupen. Weil es ist natürlich auch erstmal ein wunderschöner Muskel, auch beim Mann, nicht nur bei der Frau. Bei der Frau ist ja kein Muskel. Deswegen machen wir jetzt mal Schrägbankdrücken. Das kennt ihr alle wahrscheinlich schon mal Schrägbankdrücken gemacht. Und danach machen wir gleich, oder parallel dazu, machen wir die Alternativübung. Wenn man zu Hause keine Maschine hat, keine Bank hat, machen wir Liegestütze. Die zeigst du uns jetzt gleich. Die zeigen uns gleich. Und auch nochmal dazu, wir haben jetzt nur zwei Sätze gemacht. Mhm. Und das reicht auch für den Anfang völlig aus, weil ihr habt das schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich merke das schon hier. Ja, vor allem habt ihr jetzt morgen einen riesen Muskelkater und könnt euch morgen nicht bewegen. Deswegen auch ein Tipp für alle, wer einen Muskelkater hat, am nächsten Tag das Gleiche nochmal ganz leicht machen. Okay. Und wenn möglich am gleichen Abend noch nach dem Training heiß baden. Alles klar. Und wenn es am nächsten Tag ganz übel ist, Handtuch nehmen, in heißes Wasser legen und einen Oberschenkel rumwickeln und dann... Gegen Muskelkater. Da. Genau. Cool, wir gehen zur nächsten Übung. Yep. So, Liegestütze, Schrägbank drücken, ich habe noch einen kleinen Kommentar. Ich muss jetzt den Gabor loben. Hey, das war wieso loben? Weil sonst liked er meine YouTube-Videos nicht. Achso, ja. Der Gabor hat ihn erpresst. Ja, er hat mich erpresst. Ja. Ich habe drei YouTube-Kanäle, ja? Okay, das sind drei Scheiße. Okay, also gut. Schrägbank drücke, ich zeig's mal kurz, wie es funktioniert. Ja. Immer schön das Handtüchlein mit der goldenen Borde. Hier unten, da wir ungefähr gleich groß sind, auf 3 einstellen. Hier oben können wir 1 nach oben. Was mit Gewicht? Ja, natürlich. Wie viel? Ach so, wie viel? Erstmal machen wir mal eine Stange. Ach, nur Stange? Erstmal Stange, damit wir überhaupt wissen, was wir tun. Okay. So reinsetzen, einlegen, unten stabiler Stand mit den Beinen. Brustwirbelsäule nach oben. Oben drauf achten, da hat sie eine Markierung. Die passt ganz gut, immer genau am Rand von der Markierung greifen. Ist mit der Schulterbreite, ist das ein Anhalt? Kommen wir gleich dazu. Und zwar ausheben und dann darauf achten, bitte nicht die Handgelenke nach hinten und die Ellbogen nach vorne schieben, sondern der Ellbogen ist genau unterhalb der Stange. Runter auf den oberen Anteil der Brust. Und wenn ich jetzt unten bin, sollte es so sein, dass der Unterarm gerade steht. Okay. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier außen greife, dann habe ich einen schrägen Winkel nach außen. Genau, richtig, der Winkel. So, dann habe ich einen geraden Winkel, gerade Drucklinie, dann passt es. Ellbogengelenk gerade runter, bis kurz vor der Brust. Und darauf achten, der Ellbogen ist genau unterhalb der Last. Nicht den Ellbogen nach hinten ziehen und nicht nach vorne. Genau unterhalb, nach oben, über die Brust, langsam runter. Nicht absetzen. Ganz wichtig, unten kurz anhalten, ohne Umkehrschwung arbeiten. Also nicht mit Trampolineffekt. Weil in einem Studio seht ihr oft die Sachen. Das ist, hat mit Krafttraining nicht viel zu tun. Okay. Das ist einfach nur Bewegungstherapie. Und dann nach hinten einlegen. Wir machen ersten Satz nur mal mit der Stange. Ich zeige gleich noch die Liegestütze. So, ich zeige noch die Liegestütze. Okay. Es gibt natürlich verschiedene Versionen von Liegestütze. Da ich heute meinen pädagogischen Tag habe, machen wir die Damenliegestütze. Nee, oder? Doch, oder? Ah, ich will richtig. Du willst richtig machen. Männer, ja. Richtig Männerliegestütze. Natürlich. Also volle Rotz, also. Gabo, du? Da, ja, natürlich. Männer? Ja. Männer? Ja. Wirklich? Ah, ja. So? Ja. Liegestütze mal mit Taktik. Also gut. Machen wir Liegestütze, Männerliegestütze. Okay. Hinten die Füße ungefähr hüftbreit. Und vorne gibt es natürlich Varianten. Ich habe natürlich hier die Möglichkeit, Schulterbreite zu trainieren. Da habe ich mehr Trizeplast. Oder gleiche Griffbreite oder gleiche Druckbreite wie bei dem Schrägbankdrücken. So, runter mit der Nase, kurz über den Boden und darauf achten, dass hier unten das Becken auch unten ist. Also Gabor, bitte nicht solche, sondern die hier. Und nach oben wieder die Streckung und zwar in die kontrollierte Streckung. Okay. Unten kurz anhalten und unter Belastung. Das ist euer Programm. Wir machen jetzt erstmal Liegestütze. Wiederholung würde ich sagen, erstmal 6 Stück. 6 Stück. Bankdrücken hier 12 bis 15 zum Warmmachen. Also reines Warm-up. Okay. Jetzt kommt der Hupentest. Kennst du den Hupentest? Nee. Echt? Soll ich das zeigen, wie es geht? Das ist nichts Gefährliches, tut auch nicht weh. Vielleicht fällt das sogar, ich weiß nicht. Und zwar, man kann natürlich beim Trainieren kann man feststellen, ob er auch die Brust trainiert, indem ich hier spüre, ob der Tonus da ist. Da geht noch mehr Spannung, gell? Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt achte mal bitte noch auf die Atmung, wenn du hochgehst. Runter. Noch ein Stück tiefer, tiefer, tiefer. Ja, schummeln. Nochmal runter, nochmal runter, 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 runter. Stopp. Jetzt raus. Jetzt kommt der Test.
Spannung. Hier, Po entspannt. Jawohl. Dann hast du hier unten den Rückenstrecker. Unter anderem auch in der Spannung bis in die Mitte stabil. Hanni, vielleicht sollten wir erwähnen, dass das nicht so wenig Gewicht ist, wie es aussieht. Jetzt kommt wieder der Ego. Weil die Stange hat auch schon 40 Kilo, oder? Wie viel? 40? 30? Du hast das falsch verstanden. 17. Ja. Die Stange hat genau 17,0 Kilo. Okay, es sind zwar nur 25 bis 30 Kilo. 27 gell? Kilo sind es. Aber Leute, ich bin echt nicht, ich bin eigentlich kein Weichei. Ne? Ich habe schon, aber und das warum ist so anstrengend? Das Langsame, dieses Konzentrierte. Das Time ist so under tension. So muss es sein. Alter, nicht schnell fertig werden. Immer schön Step by Step. Was ist die Übung Nummer 3? Übung 3, wir müssen was für den Rücken machen. Rücken? Ja, nur ein schöner Rücken kann auch entzücken. Gehen wir jetzt zum Rücken. So, Andreas, Rücken, was haben wir? Wir haben die uralte, schon in der Antike haben sie es gemacht, das sogenannte Kreuzheben. Kreuzheben? Kreuzheben, okay. Schwere Lasten heben. Und das machen wir hier, machen wir mit der Langhantel. Das ist schon eine relativ komplizierte Übung, okay. Weil eigentlich der Bewegungsablauf für die meisten Menschen sich sehr kompliziert darstellt am Anfang. Aber im Laufe der Zeit wächst es, das heißt, man darf am Anfang ganz gut hip von mir, man sollte am Anfang sich nicht versuchen, gleich zu perfektionieren. Okay. Wir dürfen auch kleine Fehler machen, da stirbt keiner dran. Okay. Der Mensch ist nicht aus Porzellan. Mhm. Aber es soll ein guter Trainer mit dabei sein, der ihm auch entsprechend im Laufe der Zeit immer die richtigen Anweisungen gibt, dass eben die Summe der Fehler kleiner wird. Ganz einfach. Okay. Wir machen Kreuzheben und da wir zu Hause natürlich, klar, man könnte zu Hause mit einem Besenstiel was machen, aber man hat meistens keine Gewichte. Somit machen wir noch eine Ersatzübung für zu Hause. Das ist die Seitstütze auf dem Boden. Machst du erstmal genau. Die vielleicht ich vor? Erstmal die vor. Wenn jemand in so ein Fitnessstudio geht, was man da machen kann. So. Am besten, man macht das Ganze in so einem Rack. Da ist man abgesichert. Ich kann das unten sauber auflegen. Man kann es natürlich auch außerhalb des Rack machen, auf dem Boden liegen. Für die Powerlifter, die machen das gerne so. Die legen das Ding auch richtig ab. Wir machen aber ein gesundheitsorientiertes Reha-Training. Okay. Für alte Männer. Und somit, erstens mal, wenn ich tief runtergehe, bitte auf den Rücken achten. Okay. Was ihr nicht machen sollt, ist so ein Buckel. Genau, kein okay. Buckel machen, sondern Po runter. Rechts und links, auch wieder könnt ihr euch ungefähr eine Markierungen orientieren. Und wir können uns im Spiegel anschauen. Genau, ne? Dafür ist er ja auch da. Der ist noch da zum Verrotzen, wie man sieht. Okay. Der ist nämlich verspuckt, aber das kommt einfach daran, wenn man eigentlich große Lasten arbeitet. Spucken wir auch mal ein bisschen was vor sich hin. So, und jetzt ganz wichtig, nach oben gehen, an der Knie fangen wir an, den Oberkörper aufzurichten. Okay. Das ist nichts anderes wie eine Kniebeuge. Ah, okay. Nur mit der Stange in der Hand, runter. Rücken gerade halten, keinen Rundrücken. Okay, Hohlkreuz. Genau, leichtes Hohlkreuz, somit haben wir die Muskulatur unter Spannung. Runter und nach oben. Wichtig, sobald die Stange ungefähr Kniehöhe hat, Oberkörper sofort aufrichten. Und die Stange so nah wie möglich am Körper führen. Okay, um den Hebel, ja, und den Hebel so klein wie möglich zu halten. Okay. Okay? Das ist jetzt auch nicht schwer, das Gewicht ist relativ einfach. So, jetzt brauchen wir noch eine Übung für zu Hause, ne? Richtig, jetzt kommt die Übung für zu Hause, wenn man das Kreuzheben nicht machen kann, aber einen stabilen Rücken haben möchte. Dann sieht es folgendermaßen aus. Auf den Boden, auf die Seite legen. Darauf achten, dass der Arm hier, der Stützarm, senkrecht nach unten zeigt. Nicht schräg nach außen, das Schultergelenk belastend. So haben wir die höchste Stabilität. Hier die Hand auflegen für Anfänger. Hier die Faust. Das sind wir ja nicht, Anfänger. Nee, ihr macht direkt die Profi-Übung, ich zeige euch gleich. Ich zeige natürlich nur für die Anfänger, wie sie es machen sollten. Und jetzt langsam runter, bis fast die Hüfte unten auf dem Boden aufliegt. Wieder nach oben bis zur Körperstreckung, nicht in die Überstreckung. Okay. So, runter, fast ablegen. Das für die Anfänger. Für die leicht Fortgeschrittenen. Für die Fortgeschrittenen. Die hier. Und für die Profis. Jetzt kommt's. Freihändig. Genau, die in der Nase. Es gibt keine Steigerung mehr zu dir. Okay, alles klar. Gut. Wie viele Wiederholungen machen wir das soweit? Wir machen erstmal vom Kreuzheben so 8 bis 10. Hier genauso, weil das, was ihr macht, ist erstmal zum Üben. Okay. Später, wenn man da mal richtig trainiert, da kann man die Wiederholungszahl nach oben schrauben. Ihr habt beide Bedarf, eher in der Kraftausdauer, nicht unbedingt in der Kraft, weil Kraft okay. Hast du schon. Ich spekuliere jetzt einmal, dass der Gabor Kraft hat. Hey. Wieder ein Punkt, bitte zweimal Haken dran bei YouTube, nicht vergessen.
Gut. Im Laufe der Zeit kann man die Wiederholungszahl steigern. Am Anfang müssen wir hier nicht mit großen Gewichten arbeiten, mit viel Wiederholung. Es geht ums Üben, ums Lernen. Okay. Und da sollte man sich nicht überfordern. So, und Po runter. Kopf hoch, Brust raus und aufrichten. So, nochmal. Po runter, nicht den Rücken rund machen. Po runter. Noch eine. Geh mal, als ob du dich hinsetzen möchtest. Jetzt Brust hoch, Brust hoch, Brust hoch und jetzt aufrichten oben. Gut, und ablegen bitte. Gabor, die Übung war jetzt für dich noch nichts. Das war einfach ein Schritt zu weit. Ganz einfach, mit Anfängern, die noch nie mit Freeweights gearbeitet haben, sollte man natürlich eher an Maschinen arbeiten. Weil die Maschine gibt natürlich einen Bewegungsablauf vor und somit ist die Fehlerquelle natürlich viel kleiner. Wir haben jetzt den Gabor gleich ein bisschen überfordert, aber das kann nicht schaden, beziehungsweise mit dem Gabor muss man den Weg gehen, dass man mehr Maschinenübung macht. Das heißt, ich bin motorisch nicht dafür so geeignet? Du bist, also auf Schwäbisch gesagt, ein bisschen ungeschickt. Ungeschickt? Ungeschickt. Du redest wie meine Freundin, die sagt das auch immer. Ungeschickt, du bist ungeschickt. Bitte Großaufnahme. Alter Schwede, was sind das? Das sind Implantate. Das ist Silikon. Ey, das ist Silikon. Das ist nicht echt. Das ist nicht echt. Guck mal, da gibt es weiße Punkte, wenn ich drauf drücke. Das ist nicht echt. So, ich muss sagen, die Rückenübungen waren somit die schwersten wegen dem Koordinationsablauf. Auch die seitlich waren extrem ungewohnt für den menschlichen, also Liegestütz halt was Vertrautes, aber das hier... Haben wir noch nie gemacht, das ist was Neues und das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du mit dem Auto das erste Mal einen Ackerweg befahrst. Ja, das ist alles rumpelig, da humpelst, weil es nicht befahren ist und bei Übungen, die du kennst, ist wie eine Autobahn. Okay. Das kennst du. Sag noch mal ganz kurz Rücken. Warum ist Rückentrainieren wichtig? Hat es auch was mit Büroalltag, Festigen, weil man viel sitzt oder... Exakt. Und zwar grundsätzlich ist es natürlich so, der Organismus, der menschliche Organismus handelt so und sagt, das, was du regelmäßig nutzt, das erhalte ich auch im Leben. Okay. Das, was du nicht nutzt, das bauen wir einfach mal am besten ab. Und im Sitzen sitzen wir in der Regel, vor allem ihr natürlich, als Bildbearbeiter stundenlang davor, dann als Zocker natürlich nachts nochmal dazu. Und dann sitzt ihr in der Regel in einer sogenannten energetischen Schonhaltung. Ja. Und dann der Pornoblick und dann geht's so. Und das ist natürlich, wenn du genügend Kraft im Rücken hast, dann kannst du viel länger aufrecht sitzen. Okay. Ja, dann hast du natürlich viel mehr Stabilität und somit kannst du auch den gesamten Alltag besser überstehen. Selbst wenn man mal, wie ihr zum Beispiel, kistenweise Bier einkäuft, man muss die hinten aus dem Auto rausziehen, braucht man natürlich entsprechend gute Rückenmuskulatur. Man nutzt ihn ja tagtäglich, den Rücken. Also es darf jetzt keiner denken, es geht um Muskelaufbau, dass man im Schwimmbad von hinten gut aussehen, sondern es geht auch um die Gesundheit. Also eigentlich ist das, was wir hier machen, ist ja nichts anderes, wie das, was der Mensch früher Natur draußen gemacht hat. Ja. Er hat seine Muskulatur benutzt, das machen wir heute nicht mehr. Und bevor wir degenerieren, sollte man funktionales Krafttraining machen. Noch was dazu, das, was wir hier gemacht haben, ist zum Teil nicht nachahmungswürdig. Warum? Weil ich nicht mit dabei bin. Genau, Also solche Sachen macht man nur dann, wenn ein versierter Trainer mit dabei ist, der es natürlich auch korrigiert und der dann von Mal zu Mal im Training die Bewegung verbessert. Ganz klar bei Gabor, müssen wir natürlich noch ein bisschen Maschinen trainieren, was ich gesagt habe. Ja. Bei dir kann man schon massiv ins Freihandeltraining gehen, ohne Probleme. Okay. Einfach nur noch die Feinmotorik muss besser werden. Gehen wir ins nächste Gerät? Yes. So, nächste Übung ist? Genau den hier. Für den hier. Der ist noch ein bisschen schlapprig. Ja, wollte gerade sagen, der ist ein bisschen butterweich. Aber wir haben eine Langhantel natürlich im Studio. Kann man genauso mit den gebogenen Hanteln machen, mit der SZ-Hantel. Ja. Und für zu Hause gibt es die wunderschönen 1,5 Kilo Wasserflaschen. Wasserflaschen. Kurz handeln, stimmt, Wasserflaschen. Wasserflaschen hat jeder zu Hause. Und dann die hier. Seht ihr? Haben wir unsere Flasche? Haben wir irgendwo eine Flasche? Wo ist unsere Flasche? Da, guck, da ist sie doch. So, zwei gefüllte. Machen jetzt eigentlich keine Schleifwerbung von wem. Voll natürlich. Und dann habe ich natürlich hier auch die Möglichkeit, Bizeps zu machen. Für Männer natürlich zum Teil ein bisschen unterfordert. Für Frauen ist es okay, zum Teil auch zu leicht. Gut, zur Not, du kannst heute überall Kurzhanteln kaufen mit Kurzgewichten. Genau, das kann richtig. Man ja auch zu Hause genau, machen. Das kann man zu Hause. Man nimmt nicht viel Platz weg, braucht keinen riesen Raum dafür. Die stelle ich in die Ecke. Die kann man auch zum Verstellen nehmen, wo man verschiedene Gewichte hat. So ein Teil kostet 50 Euro. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Und sowas hat man dann auch, kann man sich zu Hause anschaffen. Gut, deswegen brauchen wir die Übung jetzt ja zweimal machen. Wir machen es. Erklärt sie einmal. Genau. Und jeder soll sich vorstellen, was er dazu nehmen kann. Genau, richtig. Und zwar haben wir hier eine Langhantel. Und hier ist es wichtig bei der Langhantel, dass ich natürlich
in der Schulterlinie greife. Guck mal hier, da die Adern, die will ich auch haben. Kann man aufmalen. Sprayen. Photoshop. Ja, genau. Aber damit kenne ich mich jetzt aus. Gut, okay. Erstens mal, bei der stehenden Übung ist natürlich immer wichtig, dass ich einen stabilen Stand habe. Okay. Also stehe ich nicht wie ein Mädchen, sondern ich stelle mich schulterbreit ran, Fußspitzen leicht nach außen, Po-Spannung, Beckenspannung und jetzt Langhantel nach oben, ein bisschen höher wie der rechte Winkel. Okay. Vom Unteroberarm, weil ich jetzt hier oben bin, dann wirkt die Last senkrecht ein. Da habe ich gar keine Last mehr auf dem Bizeps, das ist eine Ruhephase. Deswegen bleiben wir immer in der sogenannten Funktionsphase im Range of Motion des Muskels. Auch hier unten anhalten, nach oben kurz anhalten. Du lässt den Oberkörper schön gerade, ne? Ich merke, wenn es die letzte Bewegung geht. Dann ist keine Bizepsübung mehr. Ja. Dann fällst du schon ab. Lieber das aufhören dann. Aufhören, Feierabend, aufhören. Weil das, genau, das hat mit dem Bizeps, da kann ich dir genau 2 Stunden trainieren und kann dabei noch einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen. Das ist kein Training, okay, sondern runter. Und auch hier erkennst du sofort wieder, wenn du es richtig machst, den Pornoblick. Genau, richtig. Genau, okay, probier. Ja, weiter, 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 komm. Wir haben ja fast nichts gemacht heute, das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Sind wir hier im Konfirmandenunterricht? Unglaublich. Du bist auch gleich dran, du bist auch gleich dran. Ja, ja. Ja, das geht gar nicht, was er da macht. Er fängt an zu pfeifen nach 8 Wiederholungen. Komm, deine Kamera hat wie viel Kilo? Na komm, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Soll ich's machen? Oh. Hey, da muss man, oh, mal reinkommen, wechseln. Ja. Ich warte, Moment, Moment. Wir machen hier 2 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen, aber Gabor. Ich wollte gerade sagen, für dich nehmen wir jetzt die schweren Wasserflaschen. Wir können aber einen Deckel runter machen, dann das Wasser rausläuft. Das ist voll fies, gell? Was soll das? Moment, als Personal Trainer ist eins ganz wichtig. Eins ist das Oberwichtigste überhaupt, dass du zu deinen Kunden extrem freundlich bist. Okay. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut. Die Leute gucken schon, ey, scheiße. Das ist mir scheißegal. Okay. Moment, ich hole jetzt. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Nee, ich mach jetzt habt ihr die Hosen voll. Dran, jetzt habt ihr die Hosen voll, ne? Nee, nee, ich, ja, 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 ja. Spur. Ich hole jetzt erstmal eine kleine Handel von Gabor. Moment. 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 Ah, ich hab sie, Gabor, ich hab sie. Ich hab sie. Guck mal. Nee. Todesernst. Komm, Gabor. Fang. Komm, nimm das Ding. Echt 25? Ja. Ja. Oh mein Gott, da muss man alles 5-mal sagen. 5-mal. Ich werde bezahlt für Personal Training und nicht für Schwangerschaftsgymnastik. So, geht doch. Guck mal, alles dran an dem Kerl. Brust raus. Ich komm nicht mehr. Komm, noch 2 gehen noch, komm. 2 gehen noch. Rücken gerade lassen. Jawohl, noch eine, komm. Und nicht so hochziehen. Und wenn du hochziehst, ausatmen. Komm, auf, noch eine. Los. Gut. Und runter und absetzen. Rücken gerade lassen. Yeah. Ja, ja. Ganz runter, runter, strecken, 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 strecken. Jetzt. Und strecken nach unten. Jetzt will er es wissen. Jetzt haben die Ehrgeiz gepackt. Und strecken nach unten. Du sollst die Arme strecken. Strecken, strecken. Jetzt hoch, komm. Aber nicht ohne Rücken, aber ohne Rückenschwung. Ohne Rückenschwung. Du hast einen Kitzel. Komm, jetzt noch eine. Komm, eine noch. Gut, absetzen. Super. Sehr schön. Also ich habe eben schon gemerkt, ne, beim Synchronisieren der Tonaufnahme klatscht man immer, dass mir das schon extrem schwer fällt. Ja, ja. Ist morgen noch besser. Aber das ist schön, weil das ist eine Übung, die kann man von zu Hause machen. Die kann jeder machen und ich meine, das ist was für die Optik, oder? Denk ja, ich mal. Klar, ich meine, ein schöner, ja gut, sagen wir mal, so ein Bizeps soll schon funktionieren, logischerweise. Ja. Aber man braucht keinen riesen Bizeps, damit man einen Bleistift halten kann. Ja, Mama, oh, guck mal, Alter, ja, wie schön. Da, alles da, oder? Geht doch, oder? Also dick ist er, aber ja, die Adern, die Definition fehlt noch ein bisschen. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, cool. Nochmal, ganz klar, das war gut, das war alles soweit recht. Ganz wichtig, was man vielleicht noch mitteilen sollte, die noch so wissenschaftlich belegte Methode bringt nichts, wenn es keinen Spaß macht. Ah, okay. Spaß muss es machen.
Ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist überhaupt. Was, das macht Spaß. Ja. Also das, man kann auch den Rest irgendwann mal, wenn man es gut... Am Anfang ist natürlich alles anstrengend, logisch, aber wenn man es mal kann. Man muss es mit dem Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, wenn es Zwangshandlungen sind, dann das hat keinen Sinn. Und wichtig ist Pornoblick, ne? Pornoblick, Pornoblick. Das möchte ich euch jetzt mal sagen. Wenn ihr im Studio seid und ihr habt keinen Pornoblick, dann könnt ihr das komplette Training vergessen. So, jetzt kommt quasi das Ghetto-Workout, nochmal so als Abschlussübung für den ganzen Körper. Wir sind im Fitnessstudio, aber ich denke mal, sowas findet sich auch im Alltag. Ja, sowas findet man auf dem Kinder... Moment, bevor wir jetzt weitermachen. Ganz wichtig beim Ghetto-Workout ist der Ghetto-Workout-Style. Oh. Ey. Und zwar, ja, Moment, du musst die Faust unterm Bizeps runter. Also um nach oben. Ja, beide Seiten unterm Bizeps und jetzt musst du den Bizeps so rausdrücken. So ganz, ja genau, und oben Kopf ein bisschen höher, so ein bisschen ordinär von oben runter. Es ist wichtig, das ist der Ghetto-Workout-Style. Und nur, dass du es mal wisst, sowas hier. Darf ich spucken? Ja, du kannst auf den Boden spucken, kein Problem. Die Hosen runterziehen, genau, ein bisschen lässiger stehen. Sowas hier. Das, warum nennt sich das Ghetto-Workout? Weil es mit alltäglichen Sachen möglich ist? Weil es mit alltäglichen Sachen möglich ist und weil es in New York entstanden ist. Und das sieht man auch auf YouTube, gell? Da kann richtig. Man mal, Hannibal. Hannibal ja, ist der bekannteste von allen. Geiler Typ. Und sichtbar, was man alles machen kann, wenn man eben keine Kohle hat fürs Fitnessstudio. Mhm. Der hat es auch Spaß gemacht. Ist ein riesen Hype draus geworden. Soweit alles recht und schön, bis auf die Technik, die da zum Teil angewendet wird. Also ganz klar für Anfänger überhaupt nicht geeignet, weil nicht die nötigen Stabilisatoren da sind. Was okay, ich aber jetzt, gerade Anfänger kann ja auf den Spielplatz gehen. Aber das, was wir jetzt gleich machen, das ist für einen Anfänger recht schwer. Einfach gut zuschauen, genau. Wie er es macht. Ne? Und wo ist der Ghetto-Style? Also Muskel nach oben. Muskel nach oben, so rausdrücken. So, jetzt und ganz lässig klotzen. Okay, ja. Also machen Ghetto-Style. Boah, das kann ich nicht. Es geht ja nach oben. Ja. Yep. So, entweder ihr macht das nachher rückwärts. Ja, Moment, so weit kommen wir ja gar nicht. Entweder rückwärts. Oder? Der Mann ist 47 Jahre und hangelt sich ja durch wie ein Affe, das gibt's doch nicht. Oder, was natürlich auch geht, ist zum Abschluss nochmal ein paar Klimmzüge und dann das Ganze nochmal. Alter, was ist man das? Man kann natürlich Box? Auch zwischendurch umdrehen. Ey, das stellt uns jetzt so dermaßen bloß, weil wir nicht mal bis hier hinkommen. Füße hoch, wie ein Aff. So, und dann umdrehen und das Ganze nochmal. Ganz besonders wichtig. Alter! Wir müssen gehen nach oben. Yes! Andreas, egal was wir jetzt machen, das sieht mies aus. So, und dann zum Abschluss. Der war doch vorhin schon der Abschluss. War schon vorher? Ja, ja. Und dann nochmal 20 Stück. Ja, klar. Geht? Guck mal, der hat nur noch einen Ruhepuls. So. Das wird jetzt scheiße aussehen. So, auf geht's, komm. Ah, siehst du, ich wusste, dass er das kann. Du schaffst es bis da vorne. Du schaffst es bis vor. Komm. Oh, das geht in die Hände. Weiter, auf geht's. Komm jetzt hoch. Oh, shit. Hoch, komm. Auf. Hopp. Erstmal fast dahin. Ja, super. Komm, weiter. Weiter. Jawohl, ich wusste, dass er das kann. Siehst du? Er kann das. Weiter. Und bitte nicht auf die Kamera fallen, wenn es geht. Jetzt runter. Super, weiter. Alter, cool, aber siehst du, hättest jetzt sicherlich noch bis hinten geschafft. Ja, die Hände ziehen. Ja, eine Runde. Jawohl, super, langsam, sauber. Langsam. Lass dir Zeit. Alter. Ja, schade. Schade. Scheiße. Ich bin dafür, dass wir wenigstens vielleicht noch mal Klimmzüge ordentlich, weil das ist auch etwas. Gute Idee. Klimmzug. Klimmzug gibt es verschiedene Varianten. Es gibt einen ganz weiter Klimmzug, das sind die Obergriffvarianten, wenn ich so rumgreife, das sind die Untergriffvarianten. Die einfachsten Klimmzüge sind die Untergriffvarianten. Das ist so ein Klimmzug, wo ich schulterbreit greife, die Handflächen zum Gesicht zeigen. Ganz kurz, was trainiert man mit dem Klimmzug? In erster Hinsicht sage ich mal der Bizeps mit dabei, ganz klar. Und dann der Rücken. Und zwar unter anderem natürlich auch der große Latissimus. Je nachdem, wie ich es ausführe, sind unterschiedliche Bereiche vom Rücken mit dabei. Hauptsächlich Rückenübungen. Viele machen es aber natürlich nur so, dass sie den Bizeps trainieren. Das ist schade drum. Weil der Rücken wäre natürlich auch gerne trainiert. Ich zeige die erste Variante, das ist der einfache Klimmzug. Das ist Untergriff, Schulterbreit. Das ist der hier. Nach oben bis zum Kinn.
langsam wieder runter in die Streckung. Ganz durchstrecken? Ganz durch, aber kontrolliert strecken, nicht fallen lassen. Nach oben bis zum Kinn, runter bis zur Streckung. Und das schön dosiert nach unten. Auf gar keinen Fall das nach unten fallen lassen. Erste Variante. Einfachste Variante zum Einsteigen. Ach, das war die einfachste? Das war die einfachste. Einsteigevariante. Ganz kurz, hat das was mit dem Gewicht zu tun? Natürlich, wenn schwerere Menschen... Logischerweise. Aber ich habe schon bei diesen Ghetto-Workouts dicke gesehen. Die haben da... Ist alles eine Frage der Übung. Weil natürlich ist es natürlich auch eine Frage der Koordination. Welcher Muskel arbeitet zu welcher Zeit? Wenn ich es noch nie gemacht habe, kann es nicht funktionieren. Reine Übungssache. So, das war der erste Umkehrgriff. Das war die schulterweite Griffbande. Jetzt mache ich die erste Obergriffvariante, aber schmal gegriffen. Das ist die hier. Auch wieder bis zum Kinn nach oben, runter bis zur Streckung, Kinn nach oben, runter bis zur Streckung. Man kann natürlich solche Sachen, wenn man mal etwas länger trainiert, kann man eigentlich Sachen einbauen, wie man es jetzt natürlich auch sieht im Ghetto-Workout, so spektakuläre Sachen, wo eigentlich dann die Kids sagen, boah, der Kraft ist ja gut. Das sind solche Sachen. Da wird dann der Bauch noch mit drin. Ja, ne? Da hast du nochmal einen Bauch mit dabei. Das sind eigentlich nichts anderes als Turnübungen. So, und dann kommen die Königsdisziplin. Ach, das geht noch schwieriger. Ja, das ist das Schwierigste, ist der breite Griff, so circa 2 Fäuste breiter wie die Schulterbreite, vielleicht sogar noch ein bisschen breiter. Und jetzt bis zum Kinn, wieder runter. Ja, ist auch nicht so anstrengend. Man weiß, wie es geht. So, das wären die 3 Varianten, was man machen kann. Was man zu Hause machen kann, im Studio hat man noch die Möglichkeit, die sogenannte Parallelgriff-Variante. Das, was ich vorher zwischendrin gemacht habe, das geht auch noch, aber die hat man zu Hause nicht. Die ist schwierig. Und zwar, ich zeige es dir auch warum, du hast nämlich gerade schon vorgemacht. Es gibt eine Zwangslage für die Halswirbelsäule. Und zwar, guck mal, was passiert. Jetzt guckst du meinen Körper an, wenn ich den Frontzug mache. Alles bleibt schön gerade, ne? Jetzt mache ich einen Nackenzug. Siehst du das? Da drückst den Kopf extrem nach vorne, Schultern kippen. Das ist eine Zwangslage, das ist ungünstig. So, ihr könnt gerne mal probieren. Also man muss dazu sagen, ich darf nicht. Ich muss also, vom Arzt nicht, verboten. Ich habe Attest vom Arzt, ist aber im Spind der Schein. Ah ja, schon klar. Den Attest kenne ich. Den Attest kenne ich. Nee, der hat keinen Attest. Ja, jetzt muss ich sagen, wir trainieren jetzt hier schon 8 Stunden. Ja? Mindestens. Das heißt, wir kriegen jetzt den wahrscheinlich nicht hin, aber wir wollten es euch auf jeden Fall mal zeigen, dass man das trainieren kann. Und ja, probieren wir es einfach mal. Genau, probieren. Also ja. Komm hoch, pass auf, das ist rutschig. Noch einen, noch einen, komm. Und hoch. Noch einen, machst du noch einen. Hey, guck mal an. Du schiebst hoch? Nee, ich habe ihn nur am seinen süßen Popo festgehalten. Echt? Hey, wollen wir mal gucken, was sich das Material sich anfühlt. Also da ja. Gut. Liebe Leute, dann machen wir noch hier eine ganz kurze Abmoderation. Ich hoffe, der Einblick hat euch so ein bisschen was gegeben. Es waren wirklich, wie gesagt, Basic-Übungen. Ne? Wer mehr Auskunft will, der soll einfach deinen Dienst beanspruchen. Ne? Bist ja Personal Trainer, machst es hauptberuflich. Und ja. Wie gesagt, ich hoffe, der Fitnesspart hat euch gefallen. Wir machen jetzt hier noch ein paar kleine Übungen, machen uns dann fertig und dann nächste Station. Wir gehen erst noch zu dir kurz zum Wiegen. Da weiß ich schon nicht, ob die Kamera mitläuft. Aber was wir noch machen, wir gehen gemeinsam Mittagessen. Und zwar irgendwo da draußen, wo ich dann auch noch mal ein paar Fragen stelle, ein paar generelle Fragen und vor allen Dingen auch, was kann man da draußen essen? Genau. Ne? Nicht selbst zubereitet. Genau, sehr schön. Gut. Noch eine abschließende Worte von mir nochmal. Grundsätzlich als Anfänger sollte man natürlich auch etwas vorsichtig mit Summen. Nicht übermotiviert, nicht zu viel machen wollen, nicht in der Anfangszeit, oh, ich will mich jetzt unbedingt verändern, ich muss 5-6 Mal ins Fitnessstudio. In der Regel kacken die meisten danach 2-3 Monate ab, weil sie überfordert haben. Die meisten Menschen zerbrechen am eigenen Druck, nicht am fremden Druck. Ja. Deswegen geht dosiert rein, Step by Step, hört auf euren Körper spricht mit euch. Wenn ihr zu viel gemacht habt, macht mal 2 Tage Pause, macht mal eine ganze Woche Pause, wenn es anders geht. Macht das Ganze mit Verstand und Vernunft, ganz einfach. Genau, und einen letzten Tipp noch zu den Trainingen selbst, oder zu den generellen Tipps, bevor man dann zum Essen gehen ist. Er hat wirklich einen YouTube-Kanal mit einer sehr hohen Frequenz, wo die ganzen Tipps da auch nochmal regelmäßig kommen, wo er Fragen beantwortet, wird wie gesagt nur in der Videobeschreibung erwähnt. Gehen wir essen. Alles klar. Ist sowas okay? Oder? Ah, ich habe schon, ich krieg Kopfschmerzen. Ah. Krieg ich nicht dazu, dass du sagst, schlecht ist es nicht, nee, macht's. Wann darf ich jetzt auch mal Spaghetti, wann darf ich auch mal Kopf frei haben und nicht nachdenken? Aus was besteht der menschliche Körper? Wasser, ja. H2O, und zwar 60-70%. Was flach fällt, wahrscheinlich McDonald's, richtig?
tust komplett? Kentucky Fried Chicken und das Ganze, was da gibt.